auf welchem Weg befindet ihr euch? Auf einem guten Weg, natürlich. Wir haben ein paar Schwerspiele gespielt, die in Berlin war. Ich glaube, das war unangenehm, nicht nur für mich persönlich zu Hause zu sehen, aber auch für die Spieler ist es immer schwer, auswärts 45 Minuten einmal weniger. Das ist immer schwer. Es ist so ein ekliges Spiel, aber ein schönes Sieg. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben so ein bisschen mehr Lockerheit bekommen im Spiel und ein bisschen mehr Freiheit. Das war früher in der Saison unser vielleicht größtes Problem, dass wir ein bisschen... Vielleicht auch zu viel Druck oder ihr macht euch zu viel Druck. Ja, kann sein, aber wir waren ein bisschen so geschlossen. Und man sieht das auch oft in den letzten Spielen, dass wir, wenn wir kommen 1-0 hinten oder 2-0 oder 3-0, dann ja, tut immer ein bisschen weh. Ja. Aber dann spielen wir mit mehr Freiheit und einfach besser. Thomas, was sagst du? Egal ob offensiv, defensiv, es spielt überhaupt keine Rolle. Welche Eigenschaft bringen die Dänen mit, dass sie hier so beliebt sind? Am Anfang müssen wir gut sein. Ich glaube, kommt ein schlechter Däne, dann werden die alle nicht so zufrieden. Ne? So, am Anfang sind wir gute Fußballspieler. Ja, am Ende auch. Auch am Ende, ja. Und alles zwischen. Nee, ich glaube, wir in Dänemark, ich kenne nicht die deutsche Wort, aber humble, sagt man auf Englisch. Wir versuchen immer alles zu bringen. Und wir gehen oft oder nie draußen für die Linien. Weißt du, was ich meine? Ich meine so, wir versuchen immer, alles zu geben für die Mannschaft. Und das ist am Anfang der Wichtigste. Und ich glaube auch bei den Spielern, die vorher war das die gleiche Fall. Ich habe ein paar Jahre mit Niklas gespielt. Und er war in unserer Mannschaft ein Leader. Und für mich persönlich auch ein Vorbild. Und Fleming ist natürlich ein bisschen älter. Ich kenne ihn persönlich nicht so gut. Gabby, ich muss natürlich fragen, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Also meins gibt es gar nicht, also unsers. Also wir sprechen viel über uns und nicht über einzelne Personen. Für mich oder für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eine gute Atmosphäre schaffen, dass die Jungs gerne zum Training kommen und dass sie halt am Spieltag wirklich alles raushauen und dass wir da wirklich zusammen als Mannschaft auftreten und da wirklich, dass jeder alles bringt und alle seine individuellen Stärken in den Dienst der Mannschaft stellt und dann im Optimalfall auch die beste Leistung abzurufen. Wie eng ist die Zusammenarbeit mit den Trainern der Profiabteilung? Geht das über Lars oder wie funktioniert das? Oder über Eddie? Ja, ich hatte das Glück, dass ich im letzten Jahr meine Fußballlehrerlizenz gemacht habe und dann auch ein 8-wöchiges Praktikum bei den Profis machen durfte. Und da habe ich dann Lucien Favre und Edin Terzic, den ich schon länger kenne, und den ganz anderen Trainerstab kennengelernt, obwohl es auch eigentlich sich wie zu Hause angefühlt hat, weil viele Jungs aus dem Profi-Team auch schon aus der Jugend kommen. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da gibt es schon auf jeden Fall immer wieder Schnittpunkte. Ist jetzt aber auch nicht so, dass wir jeden Tag uns über alles austauschen. Dafür haben wir Problemchen, sage ich mal, und die Profiabteilung natürlich auch. Gib den Zuschauern doch mal zum Besten, warum dir vor nicht allzu langer Zeit etwas Kurioses geschehen ist. Dir wurde die Zufahrt auf den Presseparkplatz bei den Blauen verwehrt. Ja. Ja. Das hat wohl mit der Wahl deines Gefährts zu tun, genau. Oder? Lange Geschichte kurz erzählt. Ich war für ZDF im Einsatz und hatte an dem Tag, brauchte ich ein Auto, habe ich das meiner Frau genommen, da ist ein Aufkleber drauf und an der Schranke war Stopp. Also ich kam auf dem Parkplatz in Gelsenkirchen an und dann sah der schon das Nummernschild, ging rum und die sind ja auch alle irgendwie auch in Ordnung und dann sagte der, also so nicht. Ja, dann war ich erstmal nicht auf dem Parkplatz. Ich dachte, was machen wir jetzt? Da stehen ja noch ein paar hinter mir. Und dann hat er gesagt, na komm, dann ausnahmsweise. Die Geschichte ist aber insofern ganz gut, weil ich bin beim letzten Derby 0-0, war ja eigentlich ereignisarm. Ich hatte mein bestes Erlebnis vorher auch wiederum, weil ich mit dem Fahrrad hingefahren war, von Dortmund aus, und dachte so, auch schöner Tag, fährst du Fahrrad. Und dann sagte der gleiche Typ zu mir, an dich erinnere ich mich noch, aber dass du so bekloppt bist, das hätte ich auch nicht gedacht.
Es gab ja schon eine Chronik, die ist erweitert worden um die letzten 10 Jahre. Ich kann mir vorstellen, das hat viel Spaß gemacht zu schreiben, oder? Genau, ja, das war natürlich eine pulsierende Zeit. Sie ist insofern eine Weiterschreibung, eine Fortschreibung dieses 100-Jahre-Schmökers, 110 Jahre jetzt, die Chronik. Aber wir sind auch in vielen anderen Bereichen noch mal ein Stück weitergekommen, weil einfach andere Rechercheergebnisse zur Gründungsgeschichte, zum Thema Nationalsozialismus. Wir haben auch Autoren mit reingenommen, die sich einfach noch mal ganz speziell um bestimmte Themenbereiche gekümmert haben. Insofern ist es Dietrich und mein Buch, ja, aber nicht nur. Und ohne die anderen wäre es eben auch nicht gegangen. Dortmund ist natürlich so ein Großverein, dass ich war jung und hat Fußballmanager gespielt, war ich auch manchmal Dortmund. So, das ist einfach. Das könnte schlimmer sein, aber das ist so ein großes Verein, das kommt ganz einfach. Nein, ich bin halt schon mein ganzes Leben BVB-Fan. Ich habe auch selber hier in der Jugend gespielt, von der 15 bis zu 17. Ich habe auch auf dem Borsigplatz das Champions-League-Finale geguckt mit meinem Vater und 2 Freunden. Da war ich, glaube ich, 13. Also ich habe da schon auch eine persönliche Vergangenheit. Und dann haben sich irgendwie so ein bisschen die Kreise wieder geschlossen. Hab halt hier angefangen als Co-Trainer der U16 und dann relativ schnell auch als Scout mitgearbeitet. Und ja, dadurch, dass man halt tagtäglich einfach, also früher war es ein Traum, überhaupt irgendwie mal in dem Fußballbereich arbeiten zu können. Aktiv habe ich es leider nicht geschafft. Und jetzt hier zu sein, ist schon eine große Freude, die ich verspüre. Und es macht jeden Tag Spaß. Also ich habe ein tolles Team, einen tollen Chef, Lars Ricken. Wir haben ein super Verhältnis. Der macht einen ganz tollen Job und alles, was noch da dran hängt. Also ich spüre da schon große Dankbarkeit auch und versuche halt jeden Tag aufzustehen und sagen, heute mache ich den bestmöglichsten Job, den ich kann. Und bis jetzt läuft es ganz gut, glaube ich.